Hey Leute, heute geht es weiter mit einem weiteren Let's Show von Minecraft. Und zwar möchte ich euch heute noch ein anderes Texture Pack vorstellen, das ich persönlich sehr praktisch finde. Und zwar heißt es Dungeon Hunter. Es hat ein Freund von mir gemacht, der hat mir das geschickt. Darum habe ich jetzt auch noch keinen Download-Link, den ich in die Beschreibung stellen kann. Aber ich möchte euch trotzdem einfach mal das Texture Pack zeigen, weil ich es extrem cool finde. Also das Texture Pack heißt Dungeon Hunter. Und es ist so, das könnt ihr jetzt auch hier sehen. Es zeigt alles so durchsichtig und transparent in so wie ihr es hier halt sieht. Man sieht nur so einen kleinen Teil von dem Stoff, der da in Wirklichkeit ist, ja. Außer besondere Stoffe. Also außer wertvolle Steine. Das ist Gold, Eisen, Kohle und Diamant. Diese vier Steine werden als normale Steine angezeigt, damit ihr die sehen könnt. Und wenn ich hier runter gucke, könnt ihr sehen, ich kann hier auch Höhlen sehen, wo Löcher sind, ja, und überall die Stoffe. Und dann, daher kommt auch der Name Dungeon Hunter. Wir sehen die Mobs da unten zum Beispiel, könnt ihr genau sehen, wie zwei Mobs rumlaufen in einer kleinen Höhle. Also könnt ihr mit ziemlich großer Sicherheit davon ausgehen, dass es sich hierbei um einen Dungeon handelt. Und das finde ich ist wirklich eine super gemachte Sache. Ihr könnt es hier auch nochmal sehen. Fast alle Stoffe sind halt so, ja, wie soll man das nennen? So halb durchsichtig, würde ich mal sagen. Und das finde ich wirklich ist eine super Sache. Man findet sehr leicht wertvolle Rohstoffe. Ich kann jetzt zum Beispiel einfach mal hier so hinlatschen. Latschen. Und jetzt könnte ich zum Beispiel einfach mich hier runtergraben. Das dauert einen kleinen Moment. Ihr seht hier, wie die ganzen Mobs rumspringen, gell? So, ich laufe hier gerade mal so ein bisschen seitlich, damit ich nicht einfach direkt von oben in diese... Ah, guck, hier könnt ihr zum Beispiel ein Beispiel sehen. Warte, ich mache mal gerade ein paar Fackeln, damit man es besser sieht. Sonst ist es ein bisschen dunkel. Zack, hier hin. So, hier könnt ihr sehen, alles ist durchsichtig, alle Materialien, außer hier das Eisen. Und das finde ich wirklich ist ein... Na, ich sag jetzt mal nicht geiles, sondern ein cooles Feature. Und hier ist zum Beispiel eine kleine Höhle, die könnt ihr eindeutig sehen, ja. Und da ist ein Mob drin. Und so könnt ihr einfach sehr leicht Dungeons finden oder einfach wertvolle Materialien. So, und um jetzt zu gucken, ob das auch wirklich so ist, wie es da angezeigt wird, werde ich mal kurz das Texture Pack wechseln, dann werden wir wieder reingehen und ich werde gucken, ob da wirklich der Zombie oder was es ist, ist. Einen Moment, ich mache kurz einen Schnitt. So, hier sind wir auch schon wieder. Ich habe mal noch ein paar Fackeln hingemacht, damit ihr besser was sehen könnt. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier runter und ich hau einfach mal hier rein. Und dann müsst ihr jetzt eigentlich hier irgendwo... Da ist es auch schon. Doch nicht. Hä? Bin ich jetzt doof? Okay, das war ja mal wieder klar. Vorführeffekt, super. Ehrlich gesagt, weiß ich selber gerade nicht so genau. Ah. Da ist die Höhle. Und da seht ihr, da unten ist der Zombie. Also, das funktioniert sehr gut. Ihr findet alle wertvollen Materialien, alle Dungeons, ihr wisst, wo die Mobs spawnen. Und ja, finde ich ein sehr gutes Texture Pack.
Danke an Ortexan, der es gemacht hat. Wie gesagt, ich habe noch keinen Download-Link. Leider. Vielleicht werde ich den demnächst dann in die Videobeschreibung einfügen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao, Leute.